Den Fahrer ausschalten. Der sagt doch den Fahrer, Fahrer, Fahrer. Das macht das nicht. Ja, aber wenn Auto nicht mehr fährt, dann kann ich auch nicht schießen. Oder die Räder. Wenn jetzt werden Militär gepanzerte. Fahren kann auch. Ja, das bin ich gesenkt, das auch. Stirb hier den Führerschein. Sehr gut. Auf den Truck schießen! Ja! Gut geschossen! Wir haben Gesellschaft! Trockenhalsbörter kommen! Er wird getroffen! Ups! Hallo! Aber mit ein bisschen Luck geht das wieder. Ist das mein Hubschrauber? Frag doch mal ganz höflich. Oha! Nee, sieht nicht so aus. Nee, sieht definitiv nicht so aus. Ah, halt still! Genau, Helis können ja ruhig fliegen. Ja! Sehr geil. Und zumindest wurden meine Befürchtungen bestätigt. Ja, meine Handfeuerwaffe auf dem Heli. What the? Oha. Ich hoffe mal, es ist gescriptet. Verdammt! Lauf! Nein! Bam! So ein Mist! Blub, 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 blub. Captain Price, hilf mir! Ah. Ach du meine Güte. Sag ich ja, das wäre schon einfach, wenn das alles gewesen wäre. Ah. Oh komm, wenn die alle gleich ausschauen! Bist du jetzt meiner? Ja. Wo muss ich hin? Auf wen muss ich schießen? Helfen, aber Bestätigung momentan nicht möglich. Baseplate, Ende. Nichts nutziger Penner! Der steht da irgendwie in der Luft. Ja, hier ist Bender. Ja, ist klar, aber warum? Der hat Leute abgeladen. Achso. Oh, pisst euch, ey. Das ist doch mal ein Kabumstich. Ficken! Du bist Duster. Das hat er getroffen. Das war geskriptet. Das ist natürlich cool rübergebracht, wenn immer so machtlos Szenen drin sind. Zieh mich doch nicht aus der Deckung raus! Yeah! Der wird schon wissen, was er macht. Kann ich auch umdrehen und gucken, wo der hinschießt? Nein, kann ich nicht. Oh. Nein! Wer war denn das? War das Gas? Nicht Gas! Es wäre ein ziemlich trauriges Ende für das Spiel, wenn die jetzt auch noch sterben.
Oh, Captain Price. Schnell. Reiß es rum, Captain Price. Ah, ne, du bist der Held der ganzen Story. Boah, das ist doch KF. Vielleicht musst du dich nachher selber noch aus der Gefangenschaft befreien. Na, das ist Gas. Das war Gas. Verdammt. Millie-Attack. Jawohl. Was war das? Jawohl, Unterstützung. Captain Price, er macht eine Aktion. Ja, her damit, her damit. Lad nach, lad nach, lad nach! Ja! Ja. Kranker Scheiß. Geruled. You just got pawned, FTW. So. Und nu? Ziel erfüllt. Yay. Seil runtergelassen. Leute, komm. Heb mich auf, ey. Ich hab gerade die Welt gerettet. Kamera, ich find's super. Mächtiger Kamera. Nein, Captain Price! Okay. Die russische Regierung gab heute bekannt, dass diverse atomare Raketentests in Zentralrussland durchgeführt wurden. Ja. Die Staatsoberhäupter missbilligten das Vorgehen, doch von offizieller Seite aus Russland hieß es, die Tests würden den UN-Richtlinien entsprechen. Eine Stellungnahme der ultranationalistischen Partei blieb aus. Es wurden jedoch Gerüchte über einen Machtkampf um die Parteiführung laut. Die weiteren Nachrichten. Die Suche nach einem Schiff in der Beringstraße wurde wegen heftiger Winde abgebrochen. Nehme ich jetzt recht an, dass das Spiel damit beendet ist, wenn schon die halbe Truppe tot ist? Ja, yep, das war's. Okay. Winkel rekalibrieren, Höhenscan Nein. Lassen. Kann ich schießen? Nein. Ist nur noch bei Credits. Ja, schönes Spiel, ne? Sah ganz nett aus, ja. Räuchert sie aus. Auch wenn das erst halt kurz und so ein bisschen meine Kragenweite ist, sag ich mal. Dann kann man jetzt hier nur noch die Show genießen. Na, genießen. Hm? Genießen ist übertrieben. Ich bin ein böser Mensch, ich hab Spaß an dir, Leute. Muss jeder selber wissen. Ich habe ja nichts dagegen, wenn Leute andere Leute erschießen, solange die anderen Leute, die erschossen werden, nichts dagegen haben. Naja, du kannst ja mal eine Umfrage starten. Zu welchem Thema? Welcher dieser Pixelkameraden es vorgezogen hätte, nicht in diesem Spiel zu erscheinen? Hm. Ja. Ach so, die haben ja keine eigene Meinung, weil es ja bloß Pixel-Leute sind. Hm, bitte. Na, vielleicht basieren die auf echten Personen. Ja, die basieren natürlich auf echten Personen. Siehste? Ja, nicht auf Aliens. Siehste? Ja, aber die. Die haben ja nichts gegen. Weil die ja keine Meinung haben. Sicher? Ja, ganz sicher. Hast du Terminator geguckt? Da haben die Maschinen auch eine eigene Meinung. Ja, eben deswegen. Ich sag ja. Hey, cool, man kann Häuser kaputt machen. Wusste ich gar nicht. Na, ich meine ja bloß, wenn einer von dieser KI wirklich irgendwann eine eigene Meinung entwickelt, dann können wir eh einpacken. Siehste.
Also stell dich lieber jetzt mit denen gut, bevor dich dein Toaster beißt.